Hallo Freunde, willkommen zurück in Tranquil Waters. Es ist wieder Erntezeit. Eins meiner Felder ist reif hier unten. Ich habe eben noch meine ganzen Felder nochmal gedüngt. Ich habe also schon gespielt. Wo sind wir denn hier unten? Und das Weizenfeld, das ist reif. Da werden wir jetzt mal hinkommen, hinfahren. Ich könnte es eigentlich automatisch machen lassen. Wie nennen wir denn da? D7, ne? 6, 7. Feld 7. Ich muss das für den Abfahrer eben einstellen. Und ich denke, dann nehmen wir gleich den Rosen. Der zieht immer noch seine Runden. Ich habe jetzt wieder Stroh nachlegen müssen, sonst die Gesundheit bei den Kühen. Ganz unten. Na, dich brauchen wir hier. Dann nehmen wir uns den Auflieger rechts und dann geht der als Abfahrer durch. Jetzt war schon. Das Gras wird auch zwischendurch abgemäht, damit wollte ich euch nicht langweilen. Denn Gras brauche ich für die Silage, die Kühe. Sehe nix. Ja. Nicht ganz gepasst. Okay. Dann schauen wir, wo müssen wir hin zur Mühle, oder? Ich habe übrigens meine Zuckerfabrik verkauft, weil zwei brauche ich nicht und die eine hat gar nichts angenommen mehr. Also nicht automatisch. Die Bäckerei läuft. Die Bäckerei läuft. Ich brauche Zuckerrohr auf jeden Fall und ich brauche Poppy, Mohn, das Brot. Mehlfabrik, da ist Mehl. Mehl ist noch drin, also wir können einfach Mehl ins Lager hauen. Also nicht Mehl, Weizen. Die 7. Das haben wir erstmal in Seele. Und von da aus kann ich das verteilen. Weil es verteilt sich ja selber. So, du bist unterwegs. Schade, es gibt nicht so viele Missionen. Jetzt ist ein Mondfeld hier unten reif geworden. Ich wollte es kaufen, aber so viel Geld hatte ich nicht. Und es kam nicht in die Mission, es war ganz schnell abgeerntet. Schade eigentlich. Das da oben ist Karotten. Okay. Da ist Karotten. Ah, hier unten ist Zuckerrohr, das ist noch nicht drin. Was ist das hier? Kartoffeln. Ein Kartoffelfeld. Kartoffeln können wir auch gebrauchen.
Sorge um Hirse. Also irgendwie ist diese Farbgebung seltsam. Ja, viel Unterschied zu den Kartoffeln ist nicht. Aber Sorghumhirse nehmen wir auch. Ja, was heißt, nehmen wir auch? Wenn ich sie brauche, ist gut. Wenn nicht, kann man sie verkaufen. Gut, ich kann sehen, wie eine Mühle geht. Also wäre das eine schöne Mission, wenn es fertig ist. Dauert noch ein bisschen. Also mit der Sorghumhirse. Da unten. Geht im August los. Karotten. Geht im August. August. Es sind ein paar andere Sachen jetzt dran, aber keine Mission. Da wollten wir mal gucken. Gerade war noch keine. Gehen wir auf Aktualisieren. Nein. Gut. Hier mich übernehmen. Wie gesagt, ich habe leider vergessen, Mohn anzubauen und ich sehe, es ist nicht viel runtergekommen letztes Mal. Das einzige Mohnfeld ging nicht in die Mission, das ist schade. Hatte ich jetzt mich drauf gefreut. Aber sollte nicht sein. Deutschland sollte mal getankt werden, aber ich denke, dass wir dieses Feld noch schaffen. Bin mich immer noch am Fragen, ob ich die Bäckereien das Brot automatisch verkaufen lasse, was so viel ausmacht, wenn ich es selber wegbringe. Ja. Aussuche, wo am meisten Geld gibt. Also keine Erfahrung, kein Überblick. Was? Wo bekomme ich mehr? Was macht es aus? Stelle ich sie automatisch aus Verkaufen? Habe ich den Aufwand nicht? Gibt es dann automatisch Geld? Oder macht das wirklich so viel aus, wenn ich die Paletten raushole? Vielleicht kann mir jemand Rat geben. Du musst schon das Schneidwerk auswählen, um es loszumachen. So. Das hätten wir. Was können Spratanlage drin? Macht er wieder nicht? Warum nicht?
Jetzt hat es gemacht. Mit was hast du dran? Da, du war. Ja, dann kannst du doch automatisch schon mal Gras sammeln gehen. Aufs Zuckerrohr bin ich gespannt. Ich weiß gar nicht, habe ich im 22er jemals Zuckerrohr gemacht? Nicht. Für ein paar Sachen bei der Zuckerfabrik oder bei der Bäckerei brauchen wir Zuckerrohr. Also Fabrik ist kein Problem, aber Zucker ist kein Problem. Aber ich kann Zuckerrohr gebrauchen in der Bäckerei. Oder auch bestimmte Sachen in der Im Zuckerfabrik, da brauche ich Zuckerrohr. Es wird interessant auf jeden Fall. So, wenn ich es richtig sehe, hat der Drescher noch nicht eine Linie durchgezogen. Wo hängt er fest? Ja, da kommt er. Ist ja nicht der schnellsten einer. Mich haben wir mit Ladewagen ja auch Zeit gelassen, aber habe ich gedacht, der wäre weiter. Gut, ich mache die gleiche Reihe. Von oben an, wie der Drescher. Nicht, dass ich ihm irgendwo entgegenkomme plötzlich. Ab wann ist Stroh zu viel? Weiß gar nicht, wie viel ich jetzt noch habe. Ich brauche Stroh hier für die Tiere und für Silage. Ich habe trotzdem noch genug. Aber zur Not kann man es ja verkaufen. Bleib auf der Spur.
Können wir eben schauen. Da. Mischration brauche ich nicht. Da brauche ich es. Ne, da brauche ich es nicht. Silage brauche ich es nicht. Was doch eine Mischration? Ja, wo brauche ich doch Stroh? Doch eine Mischration. Gut, da können wir eine Lage hinbringen. Steht der Drescher jetzt oder fährt er auch mal um die Ecke? Sieht fast aus, als ob er aufgehört hätte. Ne, jetzt dreht er doch. Zeitlupenarbeit ist das hier. Wie sieht es bei den Tieren aus? Kann ich da auch Stroh gebrauchen? Nicht bei den Hühnern. Ich kann auch bei den Kühen schon wieder Stroh nachlegen. Gibt halt mehr Mist. Aber ich habe gesehen, wenn ich keinen Stroh drin habe, geht die Gesundheit runter, Produktivität runter. Also müssen wir Stroh nachlegen. Was liegt als nächstes an? Das ein oder andere Feld kaufen, damit der Fluss an Rohstoffen da ist. Im Mondfeld fehlt eigentlich dauerhaftes, damit ich was ansammeln kann. Karotten habe ich jetzt gemacht, das dauert länger, dann können wir auch Blumen pflanzen. Zuckerrohr weiß ich noch nicht, wie weit das geht. So, drüben habe ich glaube ich Kartoffeln. Hoffe auf die Mission. Noch überbleiben, brauche ich keine anzupflanzen. Die brauche ich auch irgendwo. Karotten deshalb, das mit dem Gewächshaus, das dauert zu lange. Das wollte ich dann leer laufen lassen, schon vergessen. Ein zweites Erdbeeren hinstellen. Aber das weiß ich noch nicht. Also die Geschwindigkeit kann dann eigentlich fast nicht überholen. Oder da doch eigentlich schon. 10 oder 11 macht der Drescher. Aber vielleicht bis dahin voll, wenn er mehr erreicht hat. So, der ist voll, der kann abfahren. Gerade der jetzt in den Traktor rein. Nee, das nicht. Das
da gar nichts drin. Das heißt, wir machen zwei oder anderthalb rein für einmal abladen. Und das trotz zweimal Düngen. Keine Ahnung, ob das irgendwo ausgeht. Aber es passiert nichts Spektakuläres mehr, hoffe ich. Also Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Einschalten lassen, Deutschland. Und bleibt gesund, mir gewogen, bis dann.